Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin gerade unterwegs zu einem der Warteplätze von den Iggen, weil hier unten in Shunnery Castle sind ungefähr 20 bis 40 Syrten und hier oben in Menria sind ungefähr 20 bis 40 Eisen. Und die Eisen haben natürlich schon 4 Kristalle, weil sie einfach viel zu viele sind. Jetzt hoffen wir, dass wir irgendwas machen können. Wahrscheinlich waren es die Söten und Eisen leid, dass wir immer überlegen sind. Und haben jetzt einfach mal so ein bisschen die Leute gesammelt. Aber kämpfen können sie immer noch nicht. Also es ist dann eigentlich 100% eigentlich nur. Und da kann man als Barbar nicht viel machen, vor allem wenn man so blöde Beshis hat und natürlich eher die Bogies heilt als die Nahkämpfer. Dann verlieren wir halt, also ist ein bisschen blöd gerade, dass nur Iggen da sind, die eigentlich irgendwie nur ihre Kollegen heilen oder nur kämpfen, wenn sie eine Chance haben oder ganz im Gegenteil. Was sehe ich immer wie öfters? Kamikaze! Die laufen in 40 Leute rein und meinen dann, sie könnten gewinnen. So haben wir viel verloren, so haben wir viele Leute, die keinen Bock mehr haben. Und dann gehen sie wieder bei den Iggen, gehen wieder bei den Eisen on oder bei den Süden und irgendwie haben alle Multi-Accounts plötzlich. Und das ist eine Frechheit. Man sollte das irgendwie unterbinden können, dass man Multi-Accounts erstellen kann. Also das ist irgendwie, ja. Das muss doch irgendwie gehen, also bitte, sonst ist das ganze Spiel für den Arsch. Es ist wirklich, ja, nur noch Ausspionierung und die ganze Zeit Leveler killen. Immer nur Leveler killen. Ich kann fast nirgends mehr leveln. Es gibt zwar in jeder Reichsseite gibt es ungefähr 2-3 Levelgebiete, wo ich leveln könnte. Aber die richtig guten Levelgebiete, die sind eigentlich immer voller Levelkiller. Und das ist einfach eine große Frechheit. Das ganze Spiel ist eigentlich von der Community her und von den Entwicklern und von Gamigo ja schon ein bisschen eine Frechheit. Weil, ja, wieso sollte man immer die ganze Zeit, wie soll ich sagen, unfair spielen, unfair entwickeln und nur aufs Geld schauen und so weiter. Die Bezahlkunden, die haben so viele Vorteile, das ist gigantisch. Und da hat man als Nullzahler, also wirklich, momentan zahle ich ja gar nichts, ich habe nicht mal 20 Euro ausgegeben im April. Und ja, für Reittier und für Rüstung, ja. Aber für etwas, was halt Bonus macht, etwas, was Charakter besser macht, habe ich noch nie gekauft. Deshalb bin ich einfach schlecht momentan und kann nicht so viel machen in den Reichsschlachten. Aber das wirkt sich halt auch negativ auf Let's Play auf. Und ich weiß jetzt nicht, was die machen wollen. Warten. Was sind immer Schützen? Ignis hat nur noch Schützen. Oder ja, vielleicht ein paar Jäger noch, ein paar Paladine. Aber alles andere bringt's nicht mehr viele. Es hat wirklich zu wenig wichtige Klassen und zu viele unwichtige Klassen. Lol, da einer greift. Die Paladine gehen immer mit in die Schlacht. Was bringt's das uns? Das bringt es uns nicht. Und wieso haben wir hier nur Schützen? Ein Paladin, zwei Schützen und Beshi, oder was? Ich kann nicht, ich bin zu schwach. Ich kann nicht da rein. Wieso stirbt er halt? Ich bin noch zu schwach. Ich gehe doch nicht in 5 rein. Was soll das? Ah. Den könnte ich angreifen. Wieso ersetzt meine Attacke nicht ein? Ah, oh, Frechheit. Das ist doch nur ein Paladin. Greift lieber den an hier. So.
kommt mal, greift an. Helft mir, Leute, helft mir. So, gut. Boah, und jetzt kommt der noch dran. Da kommt noch ein Besch oder eine Hexe. Ja, keine Chance gegen mich, aber er verliert auch wenig. 14 Schaden, boah, 20 Schaden. Ja, toll. Helft mir doch mal. Niemand hilft mir. Oh. Das ist natürlich klar. Wiederbeleben. Ja, könnt ihr nicht, nein. Ich bin ein bisschen angepisst, das sieht man. Vielleicht sollte ich jetzt wirklich auf Planet Side 2 wechseln und dieses Regnum einfach liegen lassen, aber ich... Ja, ich kann nicht. Ich kann es nicht. Außerdem möchte ich euch dieses Gameplay zeigen. Hat jemand Bock mit mir weiterzumachen? Einfach mich ablösen. Oh. Naja. Reichsmauer ist näher. Es wird schon wieder besser. Bis dann level ich ja auch immer wieder, aber es geht halt schlecht. Wir könnten jetzt mal irgendwo hin und leveln. Das heißt 4 LP. So geil, 4 LP. Also, völlig sinnlos. Also, das Menhiria-Fort angreifen mit so einer schwachen Truppe. Und also bei Ignis gibt es wirklich Leute, die haben einfach gesagt, mir reicht's, Ignis ist scheiße, die anderen sind scheiße, ich höre auf mit dem Spiel. Aber ja, wir, wo noch hier sind, haben dann noch scheißiger, also bitte, wieso hört ihr auf, wenn ihr genau wisst, dass es nichts bringt? Und ihr habt sicher gute Zeiten gehabt, also wieso machen wir das nicht wieder Richtung gute Zeiten und eher Richtung schlechte Zeiten? Und wieso müssen alle Spiele die ganze Zeit unfair spielen? Das ist eine völlige Frechheit. Und es macht halt einfach so auch für uns keinen Spaß mehr, für die treuesten, für die besten Spieler, für einfach die, die etwas machen für den Fortkampf. Und nicht die, die overpowered sind, nicht die, wo überlegen sind. Die sind meistens die schlechteren Spielen, weil die gar nichts mehr machen. Und ja. Und in falschen Zeiten online sind. Weißt du, so seid ihr um 4 Uhr morgens online. Wenn ihr doch so gut seid, liebe Bezahlkunden von Gamigo. Tja. Aber eben hochcheaten, hoch den kann jeder. Wow, sie haben es geschafft, sie haben es eingenommen. Super. Und jetzt steht, ja, natürlich keinen Ding. Hey, da durfte ich nicht ein bisschen früher kommen. Oh Mann, die Beschis sind wirklich zu nichts mehr nütz. Wer ist hier? Firestorm. Okay. Kommt, Beschi. Du bist sowas von inaktiv. Ja, das seid ihr. Eine ist hier und sehr inaktiv. Schade. Also wie ich sage, es ist halt, wie gut das Let's Play jetzt eigentlich auch wird, kommt ja auf die anderen Spiele auch drauf an. Das ist vor allem der große Punkt. Ich kann halt nichts zeigen, wenn nichts los ist hier. Und wieso müsst ihr immer Ports, hey, wie viel kauft ihr? 20.000 Ports pro Tag oder was? Vor allem, es ist halt auch abhängig, wie die irgend so sind. Aber wenn ihr die ganze Zeit Alsus und Syrtis nehmt, dann kann man hier auch nichts besprechen, oder? Alle, die aktiv sind bei mir auf dem Kanal, also Kommentare schreibt bei den Videos, die sind so bei den anderen Reichen, oder? Aber Igen gibt es nicht mehr. Wieso kommen nicht keine Igen mehr? Was ist los? Haben alle keinen Bock mehr auf Ignis. Ignis ist das beste Reich, da hat es die besten Leute. Und ja, keine Ahnung.
scheinbar wegen Wüste ist langweilig und so. Vielleicht nehmen so die Leute nicht mehr Ignis. Oder weiß auch kein, weiß Geier nicht. Und ja, vor allem sind jetzt wenigstens in den letzten paar Tagen wieder ein paar der ganz guten Spieler, auch die gut fortkämpfen, wieder da. Aber trotzdem, es ist halt, ja, Ignis wird wieder wahrscheinlich lange Zeit wieder ein sehr schlechtes, also das schlechteste Reich sein. Und ja, vielleicht kann ich weiters bewegen, aber eben, ich muss Level 60 sein, damit ich irgendwas bewegen kann, ein bisschen Motivation in dieses Reich bringen kann. Das ist ja richtig negativ geworden. Und jetzt haben wir hier wenigstens keine Hirten mehr, die sind abgezogen oder so. Gut, von mir aus. So, wir greifen direkt das Tor an. Gehen recht schnell rein. Wahrscheinlich haben die wieder Informationen bekommen, dass die Hirten abgezogen sind durch die Hirten selber, durch ein paar Spione. Es macht halt einfach so keinen Sinn irgendwie. Man kommt auch keine Überraschungen mehr und so weiter. Es ist alles so ein bisschen zu einem, ja, wir spielen jetzt ein bisschen Regnum und machen alles für Reich, aber alles auf negativem und blödem Sinne, also so ein bisschen, ja, ich skille jetzt nur noch auf Stunts und mache kein anderes Ding mehr. Und das macht Regnum kaputt. Das macht Regnum durch die Spieler kaputt, durch die Entwickler macht es auch kaputt, weil die nie patchen und eigentlich nur neue Items einbauen. Und das ist ein bisschen, ja, Items einbauen. Und das macht den Entwickler richtig unsympathisch und schlecht. Und ein neues Spiel mit solchem Reichs-FAR-System ist auch nicht angekündigt. Ja, weiß nicht, ich kann einfach nicht mehr fast. Und dadurch, ich hoffe es einfach nicht, dass das Projekt jetzt plötzlich beendet wird. Weil irgendwann habe ich auch wirklich auch keinen Bock mehr. Wenn die anderen keinen Bock mehr haben, habe ich auch keinen Bock mehr, weil es ist einfach sehr abhängig von den Leuten hier. Von den tollen Leuten. Von den tollen vor allem. Es ist so, als würde es würde einfach irgendwie ein bisschen von hinten durch so gewollt, als würde es Regnum nichts mehr sein. Regnum ist noch ein gutes Spiel, ist noch toll, ist noch großartig eigentlich schon, aber durch die Entwickler, die nichts machen und durch die Spieler, die so langsam allen auf den Sack gehen, ja, genau die Spieler, die auf den Sack gehen, nicht die, die nicht auf den Sack gehen, aber ich meine einfach, dass die Spieler auch etwas machen müssen, dass Regnum irgendwie gut wird oder besser wird oder sonst irgendwas. Und ja, ich dachte, als ich wieder Regnum angefangen habe mit der vierten Saison, dass ich ja ohne Probleme eigentlich ein bisschen das Reich beeinflussen kann. Aber nein, die Spieler sind Ignoranten, die Spieler sind eigensüchtig, die Spieler sind ablehnend. Und ja, zum großen Teil wirklich, also vor zwei Parts habe ich ja gesehen, dass ein paar Spiele wirklich Freude haben über meinen Let's Play und so Sachen. Aber die sind um 4 Uhr morgens online gewesen. Das war noch vor meinem Internet, vor meinen Internetproblemen am, nein, Samstag war es nicht, Freitag war es. Und das war 4 Uhr morgens. Leute, ihr müsst um 9 Uhr abends, dann müsst ihr so gut sein. Dann müsst ihr so großzügig sein. Oder den ganzen Tag am besten, aber ja, ohne euch macht es halt einfach, ja, es ist halt einfach, spielt noch mal einfach ohne Stunts, spielt fair, spielt toll, spielt für alle
und euch wird es auch viel besser gehen. So. Lol, der hat sich eingeloggt und sie hat sich gleich wieder ausgeloggt, oder was? Lol. Ihr solltet nicht hier an den Fortshaus loggen, niemals. Und vor allem nicht vor dem Schloss. Ich habe es auch gemacht nach dem, nach dem tollen Abend mit der Community. Habe ich es auch gemacht und der Xbox ausgeloggt, aber ich habe da noch Glück und konnte dann gleich abhauen. Weil das Fort den Eisen wieder gehört hatte dann. Als ich mich wieder eingeloggt habe. So, und jetzt? Einfach warten. Warten auf den Teleport. Hm. Ich finde es irgendwie lustig, dass manche 24 Stunden pro Tag online sind. Also die treffe ich am Morgen an, die treffe ich am Abend an, die treffe ich in der Nacht an und so weiter. Hm. Und da fragt man sich so, ja, machen die es für sich selber oder machen sie die für die Community? Aber ich glaube eher für sich selber, damit sie endlich auch viel verkaufen können. Vor allem manche Spiele sind nur online, um zu verkaufen und blöd im Bind herumzugammeln. Und da fragt man sich, ja, für was macht ihr das? Meint ihr, wenn ihr ganz stark seid, dann habt ihr es besser? Lol. Ich will auch in die Lava springen. Nein, ich will, komm, wir zeigen ein bisschen Leveln. Also ich zeige jetzt euch ein bisschen, wie ich da noch levele. Gehen wir an ein Gebiet, wo zwar ein bisschen gefährlich ist, aber wo ich schon lange nicht mehr war. Hier habe ich noch die Ausrüstung von heute Morgen, die ich gefunden habe. Briganten, Brustpanzer für Level 43, Jäger. Gesundheit plus 74. Dann ein Zauberlot, Armschienen aus ätherisches Gewebe abgenutzt. Crit-Chance plus 25% für Bachelor Level 53. Dann ein Schützen, ein Brustpanzer des Meisterschützen aus feiner Stahl für Schütze Level 52. Widerstand für plus 2%. Und irgendwo habe ich noch ein, die Kolossrosen. Für Level 58 Barbar, mit Mana plus 105, genau. Ja, also eher schlechte Sachen bekommen. Aber immerhin wieder ein paar Sachen. Und ich denke, was? Meine CD und Flippo ist zickig, was das angeht. Gibt es Schar nun noch Port? Glaube nicht. Ja, der Motivation wahrscheinlich. So, wo ist das Level gebildet? Ich weiß wo, aber ihr nicht. Aha. Nein, es ist eines der besten Levelgebiete der Icken. Und halt eine Straße zwischen den Alsen und den Syrten, die auch manchmal genutzt werden. Darum level ich da nicht gerne, aber ich level jetzt mal gerne. Es ist zwar erst 12 Uhr nachts, aber es ist auch noch nicht frei. Die Levelkiller sind noch online, sozusagen. So, jetzt hier vorne im Grünen, ist ein bisschen weiter weg noch, hat's Trolle. Die Trolle killen wir jetzt. Und oder Zyklopen sind sie, Zyklopen, ja. Und die droppen eigentlich relativ oft noch ein paar Items. Ja. Sonst habe ich hier Golems getötet, hier rechts von südlich von Shanarit Castle. Die Sandgolems, Wüstenfels-Golems heißen sie, glaube ich. Und ein paar von diesen Magma-Golems, die sind aber noch ein bisschen zäh. Die greife ich nicht so gerne an. Also hier sollten eigentlich irgendwo die Trolle sein. Ich hoffe, da ist niemand am Leveln gerade. Weil bei den Orks leveln immer wieder welche. Das nervt, darum level ich auch bei den Orks nicht so viel. Eher hier. So, da sind die Trolle. Die Zyklopen. Ja, von mir aus irgendwie alles so ein bisschen gleich. Nicht viel anders. Hm. Ja, dann hat der Rest jetzt noch ein bisschen leveln. Für mich macht es Spaß, für euch hoffentlich auch. Und ich relativ schnell, aber jetzt gerade wegen Internetproblemen und ein bisschen wenig Bock,
nicht ganz so schnell wie anders mal so. Und deshalb, ja, geht es ein bisschen weniger schnell. Aber ich denke, im August werde ich sicher ungefähr 4 oder 5 Levels schaffen. Und dann wird es ganz zäh an. Dann fängt es ganz zäh an ab Level 56. Lol. Was mache du, hey, da? Stirb endlich, du Loser. So, und jetzt habe ich auch viel zu tun wegen dem Server, den wir auf Attack of the B-Team umgeschaltet haben. Ja, da gibt es auch wieder ein bisschen weniger Zeit für mich. Aber einen einzigen Part will ich schaffen pro Tag. 2 ist super, ja, 2 ist gut, 3 ist super und 4 ist Oversumme. Oversumme. Ich bleib an Rechnung, das ist klar, aber wie und wie lange und warum ich aufhöre und so, das ist eben abhängig auch von den anderen Leuten, die halt hier herumgammeln, nichts machen. Und wenn die würden in die Kommentare, also in den Chats schreiben, wo ihr seid oder was ihr gerade macht oder so, dann wird es auch viel besser für uns sein. Aber nein, es ist immer ein Rätsel fragen, wo ihr genau aktiv seid. Weil wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ihr aktiv seid, dann seid ihr schon lange weg, weil die Dauer halt, also vor allem die Reiseteile mit Rausedauer mit dem Pferd oder mit dem Panther ist sehr, sehr langsam. Aber eben, zu Fuß ist es natürlich doppelt so langsam. Irgendwie wachen die alle da ein bisschen am falschen Ort wieder auf, spawnen wieder am falschen Ort. Und es sind nicht viele, also ich habe sie meistens immer so, dass sie nicht mehr existieren, weil ich alle schon tot gekloppt habe und zu wenig schnell spawnen wieder. Ja, und außerdem, die anderen Levelplätze sind noch schlechter, außer bei den Orks. Die Orks ist halt auch ein Gebiet, also dort, wo die Orks sind, ist ein Gebiet, wo viele Söten und Alsen durchgehen und dann level ich auch nicht mehr so gerne dort, weil die Alsen und Söten so viele geworden sind. Aber ich habe ein ganz, ganz gutes Levelgebiet, wo ich auch heute Morgen gelevelt habe, wo, niemand weiß, wo das ist. Ja, doch schon, aber ihr wisst nicht, welches Gebiet ich meine. Das ist nämlich, ja, sehr unbekannt. So, kannst du wieder hinsetzen. Wie lange brauchst du zum Hinsetzen? Das geht mal gar nicht. Also bitte, Drago. Gib bitte nicht deinem Server die Schuld. Das ist es niemals, wenn es nicht reagiert. Das ist niemals der Server. Ja. Ich kann mal schauen. So. Ja, der Server ist ja eigentlich relativ gut. Also ich habe auch schon mal 20 MS gehabt. Ja, okay, jetzt ist es auch manchmal ein bisschen gelb. Lassen wir es mal ein bisschen an und schauen, ob es immer noch wieder gelb wird. Aber eben 100, 150 jetzt gerade, 159, 107. Tja, das liegt aber auch an meinem... Ich glaube, da unten ist mein Internet sogar. Und eben, das ist momentan richtig scheiße. Schwach. Keine Ahnung, was der Entwickler macht. Also der Internetbetreiber. Aber eben, Serverping ist eigentlich relativ gering. So. Ich hoffe, da kommt jetzt niemand durch und killt mich. Das ist ja außerordentlich blöd, wenn das passiert. Nervig, vor allem nervig. Vor allem nervig. Nervig, nervig, nervig. Ja. Nein, Alcius. Oh. Habt ihr wieder viele Leute, damit ihr wieder ein bisschen angehen könnt? Ja, ja. Die Alsen. Immer mit Übermacht. Ohne Übermacht könnt ihr nicht gewinnen. Das ist klar. 10 gegen 10 könnt ihr nicht gewinnen. 20 gegen 20 könnt ihr nicht gewinnen. 30 gegen 30 könnt ihr nicht gewinnen. Sogar 30 gegen 20 könnt ihr nicht gewinnen. Aber mit
1 zu 500 übermacht, könnt ihr natürlich immer gewinnen. Tja, aber eben es ist halt auch so, dass die Egen einfach die Erfahrenen sind, halt eine Ein-Mann-Armee sind und dadurch auch viel Wünsche frei haben. Dadurch sind wir schneller oben, haben wir mehr Warmaster-Coins zum Holen und so weiter. Krips auch noch. Und ja, es ist halt sehr unausgeglichen und die Entwickler, die NGD-Studios müssten eigentlich jetzt machen, dass es einreicht, dann einfach ein bisschen vielleicht weniger Zeiten haben beim Fort einnehmen, also das Fort schneller Ding abwirft, Erfahrung oder so. Aber nicht irgendwie so 20% mehr Erfahrung für alle. Das ist sowas von sinnlos. Es ist einfach etwas, was das dem Server auch ein bisschen schadet. Dann sind die anderen wieder demotiviert, dass die Egen wieder so viel Erfahrung bekommen und so weiter. Und hören auf und ja, alles mögliche. Plus 6. Der ist nicht schlecht. Den behalte ich. So, muss aber auch gucken, dass ich noch ein bisschen etwas tragen kann, bevor ich wieder überlastet bin. Also alles werde ich eben nicht aufheben. Ich wollte früher immer aufheben. Aber wenn ich bemerke, wie der Barbar auch selber so wenig tragen kann, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich hätte so gerne den Spielern, die mit mir das Let's Play auch schauen, online mich begrüßen, so hätte ich so viele Sachen verschenken können. Aber ja, erstens, ich finde nichts. Zweitens, ich habe nicht so viele Kollegen, die einfach den Mut haben, hier auch noch zu spielen. Oder eher nur das Let's Play mitschauen wollen und so weiter. Und oder in einem anderen Reich sind. Also bei Alsus habe ich jetzt sicher 8 Leute, die ganz gute Kollegen von mir sind. Aber eben, ihr seid im falschen Reich. Ich kann mit euch nicht viel anfangen, außer eben mit euch ein bisschen chatten, mit euch ein bisschen diskutieren und so weiter. Und ich kann euch nicht persönlich danken im Spiel, außer wir treffen uns einmal, oder? Aber da können wir nicht besprechen, da können wir eigentlich gar nichts machen. Ja, aber das eben solche Spiele halt nicht von Motivation von Freunden zusammen strotzen, sondern nur so die Freunde, die halt Pflicht sind, um das Spiel überhaupt spielen zu können, ist, das ist klar. Aber das liegt halt an den MMORPGs. Die sind halt nicht gut für Freundschaften geeignet. Eher zum egoistisch zu farmen, zu grinden, zu verkaufen, zu anderen demütigen und so weiter. Also es muss unbedingt jetzt mal ein Spieler, ein MMORPG rauskommen, das richtig voll auf die Community setzt. Wo wirklich alles gemacht wird, dass die Community etwas Spaß hat und nicht alles egoistisch wird. Und ja, momentan hängt gerade mein Fortschritt, aber wenn ich wirklich, ich mache das Beste, dass ich so schnell wie möglich eigentlich sehr bekannt werde und ein Entwicklerstudio auch gründen oder finanzieren kann, das durch das Geld, das ich dann verdiene. Und dann werde ich einem Entwickler wirklich sagen, was sie, also die Anteile kaufen und ihnen sagen, wie gut entwickeln geht, damit ein super Spiel rauskommt in diesem RVR-Spielstil, wie Champions of Regnum hat, dass wir wirklich Freude haben, dass es eine wirklich lebendige Rollenspiel-Welt gibt mit vielen Nationen, also Reichen, wo wir halt gegenseitig dann uns totkloppen oder einfach Rollenspiel machen oder einfach etwas aufbauen können oder so. Es wäre gut, wenn man irgendwie die Forts irgendwo an bestimmten Punkten dann aufbauen muss, irgendwie mit Minecraft-Style oder so. Das wäre richtig cool. Aber es braucht natürlich auch sehr viel Wissen, das braucht sehr viel Arbeit, das braucht alles. Und ja, vielleicht können wir es so ein bisschen uns zusammentun und es ein bisschen besser machen, als die Entwickler, wie zum Beispiel hier bei Champions of Regnum. Aber dafür braucht man halt auch die Hilfe von Fans,
dass die Finanzgelder auch dann kommen und so weiter. Und ja, das könnte ich dann als super mega gute Let's Player, dann könnte ich es machen, aber ihr seht ja, es ist halt schwer gut zu sein. Und vor allem ist es sehr schwer beobachtet zu werden. Also es, in dem Sinn, dass man zuerst gefunden werden muss, zuerst muss es herumsprechen, dass der Drago Basler sehr gut ist, dann muss die Qualität da stimmen, dafür muss Geld hin. Ich bekomme bald eine Kreditkarte, ich bekomme ein Konto, wo ich dann auch bei YouTube Finanzen sammeln kann, also eben das, die Unterstützung durch Werbung und so, dass ich Geld verdiene. Dann habe ich Geld, dann kann ich auch viel besser irgendwo im Sport oder so Geld verdienen. Dann kann ich einen Entwickler kaufen, dann kann ich ein Spiel entwickeln, dass ihr dann wieder Spaß habt, dass ich auch wieder Let's Playen kann, dass ich dann, ja, so geht eigentlich mein Leben so ein bisschen voran. Aber eben, ich hatte auch schlimme Zeiten schon, wo ich dachte einfach, ja, das Leben hat eigentlich fast keinen Sinn mehr, komm, lebst es einfach zu Ende und fertig. Und jetzt ist es plötzlich ganz anders geworden, ich habe plötzlich wieder viele Ziele, viele Wünsche und so, und ihr macht es natürlich auch sehr gut zu mir per YouTube, und indem ihr meine Videos schaut, liked und kommentiert und so weiter. Ja, finde ich richtig toll von euch, also ich sage nochmals herzlichen Dank, und ja. So, ich beende den Part nun, damit der heute noch online kommt, also heute Morgen noch online kommt, bevor ich schlafen gehe, weil es ja schon wieder ein neuer Tag ist. Heute ist, glaube ich, der 30. ist heute. Und am 1. August ist der Schweizer Nationalfeiertag, da habe ich wenig Zeit, also folgt euch nicht, dass am 1. August wahrscheinlich kein Part online kommt. Oder nur in der Nacht auf den 1. August. Und ja, es gibt Feuerwerke, es gibt Grillgut, es gibt alles bei mir zu Hause. Ja, leider kann ich nicht alle Abonnenten einladen. Das geht nicht. Also ich bin ja einer eher, der im Real Life ein bisschen unbekannt sein will. Aber es geht ja bald irgendwie nicht mehr, wenn ich danach noch Kickboxen werde oder sonst irgendwas, Thai-Boxen werde. Und wenn ich dann auch ein Entwickler ja, gerne für mich beanspruchen möchte, geht es auch leider nicht mehr, aber so lange will ich einfach noch ein bisschen unbekannt sein, und sobald ich Geld für eine GoPro habe, möchte ich auch Real-Life-Videos machen, und dann sowieso von diesem schutzvollen Leben ohne viel ja, Berühmtheit fertig. Dann kommt ein neues Leben mit der Berühmtheit, und ja. Aber eben, das ist ein anderes Thema, und vielleicht in einem anderen Part oder in einem der Dragos News oder so. Ja, Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss.